Aber ich hab mir das Knick verzogen. Das, kennst du das? Warte mal kurz, ich muss. Warte mal. Aber es hilft, ne? Mein Physio, der hat gesagt, nur wenn es richtig kracht, hilft. Ne? Der hat gesagt, wenn du Sportphysio bist und hast einen Messi oder ein Cristiano Ding, ne, wenn du den in den Rücken verstellst, ne, da brauchst du Versicherung. Ne, ruckzuck bei denen Tattoos, ne, da wird aus dem Tiger ein Hamster bei denen. Ne? Na ja. Aber der beste Physio ist immer noch der München, der FC Bayern. Weißt, kennst du den mit der Haar? Der war ja Nationalding immer. Dr. Müller-Wallfahrt, kennst du? Der mit der Haar. Die Halbschwester von Winnetou, praktisch. Ha, ja. Das ist ein Physio, euer Albernfall. Mit der. Der war 100 Jahre nicht beim Löw gesessen. Der hat jetzt erst aufgehört. Da war der Löw noch gar nicht, da hat er gesagt, sag mal, wo bleibt denn der Löw? Ne? Beim Beckenbauer war der, das war 1900, das weiß ich nicht, wo ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, was ist denn jetzt? Ne? Was will denn der Jürgen Drefz da beim Fußball? Ne? ein Korn im Feldbett, einwandfrei. Oder in der Pause bei Rückstand, weißt, Hölle, Hölle, Hölle. Nee, Hölle-Ding, das ist der Petri. Das ist der Wolfgang Petri von der AfD. Obacht, ne? Nicht verwechseln. Aber der Müller-Ding, das ist der beste, einwandfrei. Ne? Das ist wahrscheinlich ein falsches Gerüchtsding, aber der soll mal einen Rollstuhl nur berührt haben. Und dann ist der wieder gefahren. Man weiß es nicht. Ne? Nee, aber weißt, weil der so gut ist. Ne? Der war beim Lanz, hat er verzichtet. Hat er gesagt, nur homöopathisch. Wegen Doping, will. Er hat gesagt, er hat nur Kügelchen, Glubberli, Annika, viel Salba oder Kücheli. Ne? Ja, aber weißt, wenn der Ribéry nachts um 12 Uhr klingelt, da legt er dem eine russische Invasion, glauben wir es. Da sagt er, spritzt mir den Pudding-Cocktail, dass ich wieder durchdrehen kann. Und mein goldenen Schnitzel bestellen. Ah ja, Kunde. Annika, will ich, ja. Tommy, Pippi und Annika, klar. Und die Kücheli da, das Klubberli. Weißt du noch früher, GH, Pelikan, Patrone hinne, die kleine Weiße, das ist Klubberli. Das ist genau das Gleiche, glaub mir. Das ist das, 100%. Ja. Mit dem Geodreieck haben wir das. Ah ja, das homöopathisch, das habe ich nicht ehrlich. Weißt du, wie das hergestellt wird? Du hast einen Wirkungsstoff, dann wird er verdünnt mit Wasser, geschüttelt, Zentri-Ding und weg. 3 Monate später wieder dünner. Nicht? Desto weniger da im Ding, desto mehr soll das. Wenn du das mal vergisst zu nehmen aus Versehen. Dann hast du eine Überdosis, Obacht. Ne? Ganz quer. Ja, ja. Das ist Lubeli. Die Ding, ne? Die Schwester vom Cousin. Cousine im Endeffekt. Ne? Die glaubt auch an diese Kügelchen-Religion da. Ne? Wir schon so, guckt sie aber an. Ne? Ein Vortrag, wird die. Ne? Neulich war ich bei ihr, ne? Hab ich gerochen. So, was riecht denn da in dem ganzen Haus? Ne? Da sagt sie, Veleda. Habe ich gesagt, der Putzlappe. Ne? Nein, Veleda, das ist Öl zum Ding. Und das tut die aufkochen und tut's mit Ingwer. Ne? Ich habe gesagt, willst du Urinstein bekämpfen oder? Ne? Veleda. Ja. Dann rennt die 10 Kilometer am Tag, vor dem Frühstück. Und das fällt dann aus. Ne? Und dann ist die so, weißt, die hat so ein glutenfreies Ingwergesicht. Ne? Ne? Und dann brauchst du Öl, ne? Die Haut ist ja dann. Die ist Zeveleda. Ja, genau. Ja, aber gut. Ah ja. Ah ja, und das ist. Und die, weißt du, wenn die
Sie wandeln die Freisprechanlage, glaubt man's. Der ganze Tag, aber sprachbegabt, muss man zugeben. Spricht fließend Blödsinn, der ganze Tag. Fehlerfrei. Ne? Die arme Kinder, das ist also eine Mutter, wo ich so, wie sagt man da, Hubschrauber-Mutter, ne? Immer das Kind, weißt du? Wenn Waldspaziergang ist bei denen in der Schule, der tät die am liebsten von daheim aus per Drohne das Autan abwerfen, glaube ich. Agent Autan, das Kind ist ja im Krieg. Ne? Das wird genauso eine Mutter, weißt? Das sind die, wo dann die Mathehausaufgaben machen. 3 Stunden am Tag. 7 Tage lang für den Pitzel. Dass der Herr Miniterrorist fleißig am Ego-Shooter üben könnte. Willst du Counter-Strike? Kennst du? Ballerspiele. Bam! Counter-Strike. Das habe ich auch noch gespielt. Die erste Version habe ich Pac-Man gespielt und Counter-Strike. Da kannst du Banküberfall, Transporter, 4 Geiseln, Knarre, zack, alles echt. Ne? Da hat mich mein Opa noch spielen sehen. Der war 5,96 damals. Ne? Topfit. Hat schlecht gesehen, aber. Ne? Mal so an den Bildschirmen so hier gesagt, was sind das? Sind das die Ballerspiele? Oder so ein Blödsinn? Früher hat man die Leute noch eine frische Luft erschossen. Ne? Hör auf, du. Mein Opa, Kerzengott. Jetzt geht's weiter. Also, sehr gut.